Ich persönlich würde mir wünschen, dass gerade im Bereich Mobilität, aber auch im Wärmebereich nicht nur die Projekte ökonomisch erfolgreich sind, sondern dass auch die soziale Komponente ihren Einschlag findet und zum Beispiel im Verkehr da auch Tarife für Shared Mobility, die im ländlichen Raum eher schwierig sind, so sozial gestaltet sind, dass jeder sich das leisten kann und dass deshalb diese Modelle zu einem Erfolg sind.